Bist du Schirm, Herr, mir und Hut, dass der Feind in mir nicht raube. Bist du Schirm, Herr, mir und Hut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, dessen Herz weit für uns offen steht, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Frühmesse, ihr Treuen, die ihr euch nicht abhalten lässt, auch nicht durch alle Erschwernisse unserer Zeit. Herzlich willkommen unsere zahlreichen Ministrantinnen und Ministranten mit Mutter. Danke, dass ihr Kinder mitfeiert und uns helft. Heute feiert die Kirche die heiligen Schutzengel. Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass wir in unserer Welt auch Schutz erleben, Bewahrung, gute Führung. Ja, Gott hat jeden von uns am Beginn der Welt schon seinen Schutzengel erschaffen, im Wissen, dass es uns einmal geben wird. Er ist unser bester Freund, denn er ist dazu in der Welt, dass er uns hilft, uns auf Gott auszurichten. Denn wenn wir Gott nicht vergessen, dann haben wir den besten Schutz. Er hilft uns auch in jeder Situation, so zu handeln, wie es Gott gefällt. Achten wir darauf, auf ihn zu hören. Herr Jesus, deine Geburt haben Engel verkündet. Herr, erbarme dich. Am Ölberg hat dich ein Engel getröstet. Christus, erbarme dich. Die Engel schauen dich in der Herrlichkeit des Vaters. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns Schuld und Sünde nach. Er führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, in deiner Vorsehung sorgst du für alles, was du geschaffen hast. Sende uns deine heiligen Engel zu Hilfe, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen, und gib uns in der Gemeinschaft mit ihnen deine ewige Freude. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Exodus. So spricht Gott, der Herr: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme. Widersetz dich ihm nicht. Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt, denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. Mein Engel wird dir vorausgehen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Jesu Herz, dir gilt mein Thank you.
Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja. Lobt den Herrn all seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im Himmelreich der Größte? Da rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, das sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige, wer gestern schon die Messe mitverfolgt hat, wird sich gewundert haben, dass wir noch einmal dieselbe frohe Botschaft hören wie gestern schon bei der kleinen heiligen Therese. Aber wer genau hinhört, der wird bemerkt haben, dass hinten noch zwei Sätze dazugesagt werden heute. Aber schon die ersten Sätze lohnen sich immer wieder anzuschauen. Die Engel, das sind große Wesen. Manche haben die Gnade schon gehabt, ihren Schutzengel wahrzunehmen, mehr oder weniger zu sehen, zu erspüren. Da wird oft Zeugnis gegeben: Kinder, wie groß ist der Schutzengel? Mindestens einen halben Meter größer wie wir. Also einer, der wirklich schützen kann, so wird er wahrgenommen. Und Jesus spricht heute von, also beantwortet die Frage: Wer ist denn groß in seinem Reich? Und er beantwortet sie so, dass er uns zuerst auf das Kleine schauen lässt, auf die Kinder. Heute haben wir, Gott sei Dank, die Kinder bei uns, wo wir sehen können, was Jesus gemeint hat. Wir Menschen sind dann groß vor Gott, wenn wir so auf Gott vertrauen können, wie ein Kind vertraut, dass es versorgt wird, dass es beschützt wird. Diese Haltung. Es gibt nichts Schöneres, als wie alte Menschen, die so einen kindlichen Glauben sich angeeignet haben, einen vertrauenden Glauben, gereift natürlich mit aller Lebenserfahrung, aller Kreuzerfahrung, aber kindlich, liebend, vertrauend. In die Richtung darf es mit uns gehen, und da will uns unser Schutzengel auch hinführen. Heute ist ja diese Bestätigung Jesus selbst, dass es diese Engel gibt. Er sagt, diese Menschen, die so einfach und bescheiden dahin leben, ihre Engel im Himmel schauen stets das Angesicht des himmlischen Vaters. Also der Engel will uns helfen, dass wir den himmlischen Vater stets, stets im Blick haben, damit wir Engel gleich werden, schon hier auf dieser Welt, damit wir wie die Engel einfach die Freude, den Frieden des Himmels unter uns bringen. Das geht nur, wenn wir in allen inneren Spannungen gelernt haben,
diese Gott hinzuhalten, denn von ihm kommt die Beruhigung. Freuen wir uns heute über diese Worte Jesu und üben wir uns ein, groß zu sein in seinem Reich, in dem wir klein sind und wie die Engel auf Gott ausgerichtet. Amen. Zu Gott, dem allmächtigen Vater, der die Seine nicht verlässt, rufen wir am Tag der Schutzengel. Herr Gott Zebaoth, wir bitten dich für die Kirche, schütze sie vor Unterdrückung und vor Irrtum. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Herr Gott Zebaoth, wir bitten dich für die Völker der Welt, schütze sie vor Krankheiten und Krieg. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Herr Gott Zebaoth, wir bitten dich für alle Kinder, auch die Ungeborenen, schütze ihr Leben. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Herr Gott Zebaoth, wir bitten dich für unsere Gemeinde, hilf auch uns, Boten deiner Liebe hier auf Erden zu sein. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Herr Gott Zebaoth, wir bitten dich für alle Toten. Nimm sie auf in deinen Schutz und deine Geborgenheit. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Wir wollen auch die heutige Messintention einschließen. Ilse Falkner zu Ehren der heiligsten Dreifaltigkeit. Sende deine Engel aus und sei uns nahe, Gott. Denn du bist ein menschenfreundlicher Gott, der die Seinen liebt. Dich preisen wir heute, alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir zur Ehren der heiligen Engel vor dich bringen. Gewähre uns durch sie Schutz und Hilfe in den Gefahren der Zeit und lass uns das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in der Herrlichkeit der Engel deine Macht und Größe zu preisen. Denn dir gereicht es zur Verherrlichung und zum Lob, wenn wir sie ehren, die du erschaffen hast. An ihrem Glanz und ihrer Würde erkennen wir, wie groß und über alle Geschöpfe erhaben du selber bist. Dich, den ewigen Gott, rühmen sie ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur er. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen.
Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit deinen heiligen Engeln, mit allen Heiligen unserer Diözese und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So wollen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht mit den Augen des Glaubens Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die mit ihren Engeln Gott schauen. Wir dürfen mehr als die Engel, wir dürfen ihn nicht nur sehen, wir dürfen uns hineinnehmen lassen, ihn aufnehmen.
hören wir, wen wir jetzt in uns aufnehmen dürften, nie endende göttliche Liebe, Herrlichkeit und Freude des Himmels. Zum Dank grüßen wir die Mutter, die wir jetzt im Rosenkranzmonat besonders verehren. Rosenkranzkönigin, Jungfrau voll Gnade, lehre uns wandeln auf Gebet zu dir, Jungfrau, Jungfrau voll Gnade. Rosenkranzkönigin, Mutter Dora, Herr, mein Gott, vor den Engeln will ich dir singen und spielen. Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Lasst uns beten. Gott, du schenkst uns im heiligen Sakrament die Speise für das ewige Leben. Geleite uns durch den Beistand deiner Engel auf dem Weg des Heiles und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich danke euch jetzt allen für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Ich hoffe, es ist euch das Herz aufgegangen für die heutige Gnade des Gedenktages. Ja, wo die Engel sind, da ist die Freude des Himmels und die dürfen wir erfahren und den anderen ausstrahlen. Auch wir sind Engelboten für die Menschen dieser Welt. Wir haben jetzt das Glück, heute noch den ganzen Tag wie die Engel den auferstandenen Christus zu schauen und ihn anzubeten. Ich lade euch sehr ein, euch da eine Stunde zu nehmen. Unsere Zeit braucht das Gebet vieler und in Stille noch vor ihm den Tag zu verbringen. Der Ilse wünscht mir alles Gute zum Geburtstag heute und danken, dass sie bei uns ist und in der Pfarre so dient. Erbitten wir den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.